Tagesordnungspunkt 32 für den heutigen Tag. Da ist Einreicher die CDU-Fraktion, Herr Thiele, und anschließend darf ich dann die SPD bitten, ihren Ersetzungsantrag vorzustellen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben hier einen Antrag eingereicht als CDU-Fraktion mit dem Titel Verzicht auf Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung in Dresden. Es ist also so, dass wir im Jahr 2000 hier beschlossen haben, dass im Normalfall jede zweite Straßenlaterne in Dresden ab 23 Uhr abgeschaltet werden soll. Zu dieser Entscheidung haben damals vor allen Dingen auch finanzielle Gründe geführt, weil wir seinerzeit noch einen hohen Schuldenberg als Stadt hier zu verzeichnen hatten und man sich auch finanzielle Einsparungen von dieser Maßnahme versprochen hat. Wir haben auch damals gesagt, gut, ab 23 Uhr ist das Bedürfnis nach der hellen Straßenbeleuchtung nicht mehr ganz so groß, es sind weniger Leute unterwegs. Das ist zwar immer noch so, allerdings haben wir in den letzten Jahren hier doch zunehmend auch mit Problemen zu kämpfen, wo wir als CDU-Fraktion der Meinung sind, dass entsprechend mit hellerer Beleuchtung, mit mehr Licht auf den Straßen, diese Probleme vielleicht ein wenig zurückgehen würden und sich vielleicht auch vermeiden lassen. Wir meinen damit zum Beispiel eine Verringerung des Autodiebstahls, Aufkommens, was wir hier ja in Dresden in sehr hohem Maße zu verzeichnen haben, oder auch Übergriffe, die sich insbesondere in diesem Jahr hier und da gehäuft haben, in bestimmten Stadtteilen auf jeden Fall, und aber auch im Rest der Stadt, wo sowas nicht auszuschließen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind der Meinung, dass wir hier auf diese Maßnahme verzichten sollten, dass wir in Dresden wieder dazu kommen sollten, jede Straßenlaterne die ganze Nacht über brennen zu lassen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch, dass wir derzeit ja jetzt in der dunklen Jahreszeit uns befinden und wir gerade jetzt das Licht in Dresden benötigen. Wir denken, dass wir damit das subjektive Sicherheitsgefühl in unserer Bevölkerung anheben können, denn leider ist unsere Polizei eben nur bedingt in der Lage, für Sicherheit zu sorgen. Wir sehen alle, dass die Personalsituation sehr angespannt ist. Die Polizei ist zunehmend mit Aufgaben beschäftigt, die auch zu ihrem Aufgabenfeld gehört, allerdings mit gleichbleibend hohem Personalstand. Jetzt hat zwar das Land angekündigt, dem entgegenzuwirken, mehr Polizeikräfte einzustellen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Und die Probleme in unserer Stadt haben wir aber jetzt schon zu verzeichnen. Deshalb sind wir der Meinung, mit dem Verzicht dieser Nachtabschaltung können wir hier kurzfristig etwas tun. Und deshalb haben wir den Antrag eingebracht. Wir bitten um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag in unveränderter Form, denn wir haben jetzt hier im November, Mitte November 2015 die Chance, entsprechend zu reagieren. Ich möchte gleich kurz darauf eingehen, was hier die SPD entsprechend vorschlägt. Wenn es nach den Willen der SPD geht, sind wir dann im März nächsten Jahres schlauer. Also dann, wenn es wieder heller wird. Das ist nicht in unserem Sinne. Wir bitten, wie gesagt, um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag, weil wir kurzfristig damit einen sehr oft an uns herangetragenen Wunsch aus der Bevölkerung befriedigen können. Wir denken auch, dass wir uns als schuldenfreie Stadt Dresden diese Maßnahme leisten können. Jawohl, Herr Schmelich, das können wir uns leisten, weil wir uns viele andere Sachen auch leisten können. Und das sollte uns es wert sein, Herr Schmelich, das sollte es uns wert sein, diese Maßnahme umzusetzen. Leider haben wir nicht herausbekommen von der Stadtverwaltung, wie viel es genau kostet. Das ist sicherlich ein Manko unseres Antrages. Wir sind aber der Meinung, dass wir uns das leisten können, dass uns das Sicherheitsgefühl der Dresdner Bürger das wert sein sollte. Das sage ich ganz deutlich in Ihre Richtung.
Und das ist eine Maßnahme, mit der wir als Stadtrat hier dokumentieren können. Das ist uns etwas wert, dieses Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Deshalb stimmen Sie, ja, auch das machen wir ja, wobei wir dafür nicht zuständig sind, Herr Schollbach, das wissen Sie genau, kümmern Sie sich auf Landesseite darum, dann diskutieren wir darüber weiter, ja. Wir können hier jetzt was machen mit unserem Antrag, da bitte ich um Ihre Zustimmung, das sollte es Ihnen wert sein, vielen Dank. So, jetzt kommen wir zum Ersetzungsantrag SPD, Herr Arbenaios bitte. Und danach würde ich Herrn Schmidt-Lamontin ganz kurz bitten, auf das, was Herr Thiele meinte, nie auflösbar war, die Kosten können wir beantworten, haben wir auch recherchiert. Ist ja nie in der Vorbereitung in Ausschüssen gewesen, deswegen geht es ja hier nur im Plenum und würde er dann ganz kurz auch darstellen. Herr Arbenaios bitte. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir teilen das Grundanliegen dieses Antrages der CDU. Auch für die SPD-Fraktion ist das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in dieser Stadt ein wichtiger Faktor. Wichtiger als das subjektive Sicherheitsgefühl ist natürlich auch, dass überhaupt Dresden eine sichere Stadt bleibt, und im Moment ist Dresden eine gemessen an anderen Großstädten ausgesprochen sichere Stadt. Das heißt, wir halten es für erforderlich, auf fundierte, das heißt auf Zahlen basierend und auf Erfahrungsberichten von Experten, Weise festzustellen, wo tatsächlich kriminalpräventiv gewirkt werden könnte durch eine hellere Beleuchtung. Damit meinen wir nicht nur Verzicht auf Nachtabschaltung von bestehenden Laternen, sondern unter Umständen sogar Auswechslung von Funzeln, die nicht so hell scheinen, wie es unter Sicherheitsgesichtspunkten sein sollte. Aber wir wollen das nicht pauschal bewerten. Es ist eine, egal wie die Zahlen jetzt im Einzelnen aussehen werden, sie werden sehr hoch sein. Es ist eine sehr teure Maßnahme und deswegen halten wir es für erforderlich, eine kriminologisch fundierte Maßnahme einzuleiten. Das heißt, sozusagen eine Analyse zu machen für jeden einzelnen Stadtteil, inklusive eines Kostendeckungsvorschlages. Das müsste möglich sein, nach unserem Dafürhalten bis zum 1. März. Sie haben ja schon in der Pause gesagt, dauert Ihnen zu lange. Wenn Ihre Zustimmung daran scheitern sollte, dass wir den 1. März gewählt haben, dann könnten wir uns auch über den 1. Februar unterhalten. Das wäre kein Problem. Aber Sie können von uns nicht erwarten, dass wir jetzt nur um den Leuten zu gefallen, sagen, ja, die CDU ist nicht die einzige Partei, die für Sicherheit ist und deswegen machen wir da mit. Es muss schon noch auch finanziell verantwortbar sein und es muss über das Irrationale hinauskommen. Vielen Dank. So, jetzt ganz kurz Herr Schmidt-Lamontin und dann steigen wir ein in die Diskussionsrunde mit den entsprechenden Wortmeldungen, die bereits bei mir eingegangen sind. Also zu den Fragestellungen, die die SPD in ihrem Antrag aufgeworfen hat, kann ich natürlich jetzt so schnell nicht Stellung nehmen, aber zu den reinen Energiekosten, die anfallen würden für die Aufhebung der Nachtabschaltung, kann ich was sagen. Das sind Mehrbedarfe von ca. 685.000 Euro im Jahr. Noch nicht eingerechnet, also sind die reinen Energiekosten, noch nicht eingerechnet sind dann eventuelle Mehrverschleiße der Leuchtmittel und ähnliches, aber das sind, glaube ich, dann in dem Zusammenhang vernachlässigbare Kostengrößen. So, jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Linke hatte sich zunächst Herr Würz gemeldet, außer der Fraktionschef kriegt Vorrang, das müssen Sie miteinander ausmachen, und dann Frau Hatzendorf. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, ich denke, das Zweifelhafteste, was man hier machen kann, ist, das subjektive Sicherheitsempfinden zu erhöhen, ohne aber die tatsächliche Sicherheit zu erhöhen.
Und das ist die Falle und der Fehler dieses Antrages. Zunächst mal bleiben Sie jeden empirischen Nachweis schuldig, dass durch die nicht Abschaltung, sondern Reduzierung der Beleuchtung von 11 Uhr bis früh mehr Kriminalität auftritt. Und es kostet 3 Klicks im Internet, dann kommt man auf eine aktuelle Studie von englischen Gemeinden, die im Zuge der Wirtschaftskrise auch gebeutelt in ihren Kommunalhaushalten Einsparmöglichkeiten gesucht haben. In einer Gemeinde wurden 20.000 Lampen abgeschaltet, Ersparnis waren 300.000 Pfund. Es wurde danach evaluiert und es wurde festgestellt, es gab keinen Anstieg der Kriminalität und es gab keine Anstiege der Verkehrsunfälle durch diese Reduzierung der Straßenbeleuchtung. Insofern ist es an der Stelle unnötig, auf die Reduzierung zu verzichten. Es gibt weitere Studien aus den USA, die haben festgestellt, wenn man die Beleuchtung erhöht, reduziert sich an den ganz hellen Straßen in der Tat die Kriminalität, das tut es, aber sie wandert ab in die dunkleren Straßen, in die relativ dunkleren Straßen. Das heißt, in der Stadt bleibt die Kriminalität konstant, sie verlagert sich bloß und Profi-Kriminelle lassen sich davon überhaupt nicht abschrecken. Das heißt, sie erreichen damit vermutlich nichts und es ist auch die Tendenz, wo es hingeht, dass ihnen auch in den polizeilichen Berichten kein Einfluss auf die Kriminalität, auch keine Reduzierung der Kriminalität hier nachweisbar sein wird, wie das Geld eigentlich also im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft schießen. Ja. Das nächste ist noch ein kleines Schmunzelargument dazu. Gerade Sie haben in der letzten Wahlperiode sich ganz stark gemacht für die Gaslaternengebiete, wo unter sehr schwierigen Umständen eigentlich eine museumsreife Technik am Leben erhalten wird. Es ist energetisch vollkommen ineffizient, die Nachrüstung dieser Leuchten mit Leuchtdioden, also von Gaslaternen mit Leuchtdiodentechnik, ist entweder blendet sie, wenn sie die vorgeschriebene Helligkeit erreicht, oder sie ist zu dunkel. Ein etwas fatales Ergebnis für Sie wäre, wenn man dann damit erreicht, dass man aufgrund der Dunkelheit und nicht zur erhöhten Helligkeit auch in diesen Gaslaterngebieten dann die Axt ansetzt. Das hätten Sie dann erreicht, das wäre Ihr Erfolg. Und wir sind gespannt, beziehungsweise wir denken, dass es in unseren Erwartungen so rauskommt und stimmen deswegen dem Antrag der SPD zu, dass die Menschen in der Stadt hier eine Auskunft bekommen, wie das zusammenhängt und dass sozusagen also das subjektive Sicherheitsempfinden nachts dann vielleicht steigt, aber die tatsächliche Sicherheit sich nicht erhöht und nicht verändert. Vielen Dank. Frau Hartzendorf, verzichtet. SPD das Wort gewünscht? Nein. Dann AfD, Herr Gielke. Auch nicht. FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann habe ich noch Herrn Scholbach und Herrn Thiele. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, zu diesem Antrag muss dann doch noch mal etwas gesagt werden. Das ist ein Antrag, der im Grunde ein Problem behandelt, das es ohne die völlig verfehlte Politik der CDU auf Landesebene überhaupt nicht gäbe. Ich will das auch belegen. Die CDU betreibt seit Jahren auf Landesebene ein Personalabbaukonzept 2020. Im Zuge dieses Personalabbaukonzeptes hat die CDU in den vergangenen Jahren bei der sächsischen Polizei mehrere tausend Stellen abgebaut. Wozu das geführt hat, sehen wir heute, nämlich zu einer völlig überlasteten Polizei, die vielfach den Problemen in unserem Lande kaum noch Herr wird. Jetzt gibt es die Antwort dazu von der CDU im Landtag. Die nennt sich Wachpolizei. Das ist eine Billigpolizei. Da sollen Menschen 3 Monate lang ausgebildet werden und dann auf die Bürgerinnen und Bürger losgelassen werden. Ich kann nur sagen, wir hatten dazu vor 2 Wochen eine Expertenanhörung. Die Experten haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Beispiel 2 in diesem Bereich. Justizvollzug. Dort sollen ja im Grunde die Straftäter resozialisiert werden. Das erfordert, dass es genug Menschen gibt, die sich im Strafvollzug mit den Straftätern beschäftigen, damit sie im Idealfall bei Entlassung zurück auf den Pfad der Tugend gekommen sind. Ja, ganz genau. Es geht um Kriminalität. Damit begründen Sie es. Das Problem ist, unsere Gefängnisse sind voll, seit Jahren zum Teil überfüllt. Es gibt nicht genügend
Justizvollzugsbeamte und deshalb werden die Gefangenen in Größenordnungen einfach weggesperrt, ohne dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Drittes Problem, Richterschaft. 75% der Richterinnen und Richter in Sachsen sind 50 Jahre und älter. So viel zu diesem Bereich. Und jetzt kommt die CDU hier im Stadtrat und erzählt uns etwas von Sicherheit. Sie will also ein subjektives Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung erreichen. Und ich sage Ihnen, kümmern Sie sich doch endlich einmal darum, dass wir objektiv ein sicheres Land haben. Stellen Sie genügend vernünftige Polizeibeamte bereit. Kümmern Sie sich darum, dass in den Justizvollzugsanstalten ordentlich mit den Gefangenen umgegangen wird. Kümmern Sie sich darum, dass wir eine Justiz haben, die funktioniert und die nicht auch an der Leistungsgrenze arbeitet. Dann brauchen wir uns hier über solche Pseudo-Anträge nicht zu unterhalten. Und jetzt noch mal was zur Qualität des Antrages. Also wissen Sie was, an Ihrer Stelle würde ich mich ja schämen, mit einem solchen Wisch hier überhaupt im Stadtrat aufzukreuzen. Also wir haben lange Opposition gemacht, so etwas wäre uns nicht eingefallen. Da kommen Sie ohne irgendeine Beratung in irgendeinem Ausschuss. Sie kommen ohne eine konkrete Zahl, ohne einen konkreten Deckungsvorschlag. Kommen Sie hierher und sagen, wir machen mal eben die Lampen wieder an. Wissen Sie, da hätten wir besser recherchiert. Wir wären da mit einer anderen Qualität hier in den Stadtrat gekommen. Aber also diese Opposition, also ich bin ja fassungslos wirklich, was Sie hier an unterirdischer Qualität liefern. Und das zeigt mir, dass Sie im Grunde in Wahrheit Ihr Anliegen selbst gar nicht ernst nehmen, sondern dass Sie hier einen Schaufensterantrag stellen. Und wissen Sie, es ist ja nun nicht neu, dass im November es ein bisschen zeitischer dunkel wird. So, das ist uns ja allen bekannt. Und insofern, wenn es Ihnen um die Sache gegangen wäre, wären Sie vor einem halben Jahr mit diesem Antrag gekommen. Man hätte ihn ordentlich behandelt und wir hätten heute hier eine ordnungsgemäße Befassung gemacht. Nein, es war ein reiner Schaufensterantrag für die Boulevardpresse. Und diesem Schaufensterantrag, dem werden wir natürlich nicht zustimmen, sondern wir werden jetzt eine ordnungsgemäße Prüfung durchführen, so wie sich das gehört für eine seriöse und solide Politik. So, Herr Thiele, dann Herr Klein, dann Herr Cornelius. Ja, sehr geehrter Herr Scholbach, also Sie halten uns hier vor, dass wir mit so einem Wisch kommen und wollen dem Wisch der SPD zustimmen, wo nicht mal ordnungsgemäß formatiert wurde, wo ich zweimal den gleichen Text vorfinde. So viel Mühe hat sich also die SPD gegeben und dem stimmen Sie zu? Dann bitteschön. Also, das tut mir leid. Dann halte ich unseren Antrag tatsächlich für fundierter und es ist kein Schaufenster. Es ist kein Schaufensterantrag, auch wenn Sie uns das hier beharrlich vorwerfen, das weise ich zurück, denn wir haben uns hier natürlich damit auseinandergesetzt. Und was uns zu unserem Antrag bewogen hat, das hatte ich vorhin einleitend schon gesagt, vielleicht haben Sie mich nicht verstanden. Das Einzige, was wir tatsächlich nicht herausbekommen haben, und da danke ich Herrn Baubürgermeister, Herrn Schmidt-Lamontaine jetzt dafür ganz ordentlich, dass er uns jetzt die Zahlen hier genannt hat. Wir reden also über 685.000 Euro Mehrkosten pro Jahr, circa, da kommt vielleicht noch ein bisschen Unterhaltung dazu, sagen wir 700.000 Euro pro Jahr. Und das, liebe Stadtratskolleginnen und Kollegen, ist es uns tatsächlich wert. Und lieber Herr Wirz, wir sind hier weder in den USA, noch sind wir in England oder sonst wo, sondern wir sind hier in Dresden. Und wir haben eben in diesem Jahr tatsächlich größere Probleme mit der Kriminalität, wo auch immer das herkommt, das wollen wir gar nicht bewerten. An uns sind halt die Leute herangetreten und in diesem Jahr in gehäufter Form, dass man sich mehrheitlich wünscht, die Lampen doch wieder anzuschalten, dass man sich eine hellere Stadt wünscht, weil man sich unsicher fühlt. Woran das liegt, ob das auch daran liegt, dass zu wenig Polizei auf den Straßen unterwegs ist, oder sonst irgendwas, ist doch erstmal zweitrangig. Wir können hier im Stadtrat heute dafür sorgen, mit diesem Beschluss, dass wir das Sicherheitsgefühl der Leute erhöhen. Und alle anderen Maßnahmen, die liegen nun leider mal nicht in unserer Hand. Das heißt, wir können hier keine Polizei als Stadt einstellen, ob das Wachpolizisten sind oder andere Polizeikräfte, das können wir einfach nicht. Wir können hier
Natürlich habe ich was mit der CDU zu tun, Herr Scholbach. Ich bin in der CDU und ich bin darauf stolz. Und wir können hier, Herr Scholbach, heute den Beschluss fassen, die Lampen anzuschalten. Die Lampen, die da sind, einfach anlassen nach 23 Uhr und nicht, wie es die SPD hier vorschlägt, wieder lange herumzuprüfen bis zum Frühjahr nächsten Jahres. Und Herr Vanarius, wir sind hier nicht auf dem türkischen Basar, dieser eine Monat, den Sie uns hier zubilligen, ja geschenkt. Also auch im Februar wird es dann so langsam wieder hell. Wir wollen für die Leute jetzt etwas tun und nicht erst im Frühjahr nächsten Jahres, denn die Probleme, die wir haben, die sind jetzt immanent und im Frühjahr nächsten Jahres möglicherweise auch noch. Wir sind aber an kurzfristigen Lösungen interessiert. Der Kostendeckungsvorschlag, den haben wir auch gemacht, die Personalbewirtschaftung, da haben wir was dazu gehört. Ich denke, dieses Geld ist verfügbar. Wir hätten uns auch einen entsprechenden Prüfauftrag vorstellen können, das haben wir auch in der Pause besprochen, vielleicht das in diesem Jahr erstmal testweise zu machen, zu schauen, welche Auswirkungen es hat, ist es bezahlbar, wie kommt es bei den Leuten an. Auf diese ganzen Kompromissvorschläge sind Sie nicht eingegangen. Unser Antrag liegt seit Ende Oktober hier vor, seit mehr als 2 Wochen. Sie kommen hier jetzt mit einem unausgeborenen Wisch seit vorgestern hier um die Ecke, erwarten von uns, dass wir auf Ihren komischen Vorschlag eingehen, der prüfen will, der die Leute hinhalten will, der nichts zu einer aktuellen Lösung beiträgt. Und das machen wir nicht mit. Wir stellen hier unseren Antrag zur Abstimmung. Sie können den ablehnen, das ist Ihr gutes Recht. Wir werden damit dann entsprechend umgehen. Wir können dann sehen, was Ihnen hier die Sicherheit der Leute wert ist, ob Sie wirklich Interesse daran haben, etwas für die Menschen in Dresden zu tun oder ob Sie es einfach hier abbügeln und entsprechend Ihre Sachen durchpeitschen, ein bisschen prüfen, ein bisschen schauen und wenn wir dann wieder auf die hellere Jahreszeit zugehen, dann wollen Sie etwas für die Leute machen. Das ist nicht in unserem Sinne. Wir wären zu entsprechenden Kompromissen bereit gewesen. Leider sind Sie darauf nicht eingegangen, das muss ich hier klipp und klar sagen. Und deshalb kommen wir hier auch nicht zueinander. Wir stellen unseren Antrag so, wie er ist, zur Abstimmung und bitten um Ihre Zustimmung. Danke. So, als nächster Redner Herr Klein, dann Herr Cornelius und dann Herr Abenarius. Und dann dürfen wir es bis 22 Uhr geschafft haben. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, dieses Thema hat neulich in einem Beirat des Stadtrates eine Rolle gespielt, nämlich im Beirat für Menschen mit Behinderungen. Und ich wundere mich schon sehr, dass die Vertreter dieses Beirates aus dem rot-rot-grünen Block sich bisher dazu nicht zu Wort gemeldet haben, so wie es dort eben auch besprochen wurde. Da hat ein Vertreter des Stadtplanungsamtes über bauliche Maßnahmen gesprochen, im Interesse der Verbesserung des Lebens in dieser Stadt für Behinderte. Und da hat auch das Thema Straßenbeleuchtung eine Rolle gespielt. Und Dresden ist der UN-Behindertenrechtskonvention beigetreten und das wäre auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung in Umsetzung dieser Konvention und eigentlich müssten wir schon aus dem Grund allein dem zustimmen. Ich bitte Sie, das wirklich nochmal ernsthaft zu bedenken, denn es kam zum Beispiel auch vom Dr. Müller und das ist der Vertreter der Grünen im Beirat. Ja. So, jetzt Herr Cornelius und dann Herr Abenarius. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, zu später Stunde möchte ich doch noch etwas sagen zu dem Antrag, ohne dass ich in Persönliches und Unterstellungen und den ausbreche. Und ich werde auch sehen, dass ich meinen populistischen Zeigefinger nicht allzu heftig betätige. Ich finde es völlig in Ordnung, den SPD-Ansatz zu wählen und zu gucken, ob der Antrag, den die CDU gestellt hat, unter objektiven Gesichtspunkten sinnvoll ist.
Ich möchte aber auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt irgendwie als ungebetene Ratschläge aus dem Westen gebe, möchte aber doch noch sagen, in meiner Erinnerung an meine erste berufstätigen Zeit in Frankfurt am Main, also einer Stadt, die gemeinhin als eine Großstadt mit einer Kriminalitätsrate für Erwachsene angesehen wird, gab es ähnliche Diskussionen in den 90er Jahren. Und was mir haften geblieben ist, ist die Wichtigkeit des subjektiven Sicherheitsempfindens. Das sollte man wirklich in den Vordergrund stellen. Und wenn ein Beitrag in der Größenordnung von 700.000 Euro im Raum steht, ist es vielleicht ein gutes Zeichen, dass man an die Bevölkerung sendet. Ich selbst war überrascht, ich war auch skeptisch, ob das in einer Stadt wie Dresden überhaupt so wichtig sein kann. Hab den Antrag, nachdem ich von ihm erfahren hatte, auch im Bekanntenkreis mal so testweise mal die Rückmeldung versucht zu bekommen und war doch überrascht, auch von Menschen, die ich jetzt nicht für Hasenfüße halte, dass sie sagten, doch, das wäre ganz gut, es ist ziemlich duster. Und dann weniger unter dem Gesichtspunkt, ich werde vom bösen Kriminellen überfallen, sondern auch Stolpergefahr. Wir unterhalten uns regelmäßig auch darüber, dass das Straßenpflaster auf den Bürgersteigen hier in Dresden auch nicht überall das Beste ist. Also finde ich, sollte man es losgelöst von dieser kriminalpräventiven Gesichtspunkt betrachten, sondern vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt einer Vorsorge gegen Unfälle. Vielen Dank. Herr Abinayus. Also zunächst mal muss ich mich dafür entschuldigen, dass unser Antrag schlecht formatiert war. Es war eine Panne, soll nicht wieder passieren. Das Zweite, so richtig verstehen tue ich die Antragsteller nicht. Was wollen Sie denn mehr, als dass wir sagen, Sie haben recht, das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen muss sehr wohl beachtet werden. Es ist wichtig, dass sich die Menschen in dieser Stadt wohlfühlen. Da sind wir völlig einer Meinung mit Ihnen. Und was ist so schlimm daran, wenn wir sagen, Leute, macht vielleicht 2-3 Monate später damit los, wenn wir überprüft haben, wo es etwas bringt und wo es nichts bringt. Weil es ist vollkommen klar, in manchen Stadtteilen wird es etwas bringen und in anderen überhaupt nichts. Und es hat Auswirkungen auf die Kosten. Und deswegen ist mir völlig unverständlich, dass Sie jetzt so tun, als wollten wir Ihr Anliegen schlecht machen, als wollten wir das Ganze boykottieren. Das Gegenteil ist der Fall. Wir versuchen, die Fehler auszubügeln, die Sie gemacht haben bei der, mit Verlaub, unausgegorenen Antragstellung. Das Wort, was Sie gefunden haben, das fällt auf Sie zurück. Und deswegen kann ich nochmal erstens mich für die signalisierte Unterstützung bedanken und zweitens an Sie appellieren, überlegen Sie sich doch mal, wir können zusammen diesen Antrag abstimmen und dann haben wir alle das, was wir wollten, erreicht. So, und jetzt kommen wir zum Schlusswort, Herr Thiele. Ich kann es ganz kurz machen, deswegen von hier, ja, lieber Herr Abinayus. Es ist eben genau unser Anliegen, hier nicht zu differenzieren, weil wir nicht unterscheiden wollen zwischen einem Bürger in dem einen Stadtteil, wo wir dann der Meinung sind, oder die Stadtverwaltung nach irgendeiner Prüfung, dort können wir auf die helle Nachtbeleuchtung verzichten und dann Bürgern in einem anderen Stadtteil, wo wir dann die Lampen anlassen. Wir sind der Meinung, dieses Recht sollte für die gesamte Stadt gelten, für alle Dresdner Bürger. Es ist auch schwierig im Vorfeld so etwas einzuschätzen. Sicherlich gibt es bestimmte Gebiete, da ist das Risiko höher. Wir wollen trotzdem keine zwei Nachtklassengesellschaft in Dresden. Wir sind der Meinung, wenn wir die Straßenbeleuchtung anlassen, dann soll das für die gesamte Stadt gelten und nicht nur für einzelne elitäre Stadtteile. Die Kostenunterschiede sind dann auch unserer Meinung nach entsprechend gering. Und der Aufwand ist entsprechend hoch. Wir denken, einfach die Lampen überall anlassen, damit ist dann allen geholfen. Das ist unser Anliegen, das stellen wir hier zur Abstimmung. Und nichts mehr und nicht weniger, und dem sollen Sie sich anschließen. Dankeschön. So, jetzt schreiten wir zur Abstimmung.
Da haben wir zunächst einen Ersetzungsantrag der SPD-Fraktion, den ich zunächst abstimmen würde. Bekommt er eine Mehrheit, dann ist er beschlossen und wir sind durch. Bekommt er keine Mehrheit, stimmen wir dann über den Originalantrag eingereicht von der CDU-Fraktion ab. Wer dem Ersetzungsantrag der SPD-Fraktion seine Zustimmung geben möchte, bitte jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen. Keine Stimmenthaltung, 26 Nein-Stimmen, 35 Ja, damit angenommen. Und wir sind am Ende des heutigen Tages. Fast eine Punktlandung, darf mich ganz herzlich bedanken, wünsche schönen Feierabend.